Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8, Leute. Es ist die Stelle. Es war eben doch die Stelle. Es war nur nicht an der richtigen Stelle geixt, wie es scheint. Auf jeden Fall. Was ist denn da? Man weiß es nicht. Da ist was. Eine Öffnung. Da oben geht's weiter. Wir gehen jetzt hinein. Oh, wie cool. So eine unsichtbare Light, die da oben in das Alien-Versteck nach Esther führt. Voll cool. Voll gut. Nachdem ich jetzt endlose Kämpfe gegen die scheiß Viecher übrigens gemacht habe, werde ich auch mal irgendwie ein bisschen jetzt tauschen von der Idee. Zum Beispiel könnt ihr die Saugen auch abgeben oder hier so ein bisschen Shell mal. Ne, der hat genug Shell. Wer hat kein Shell? Hier 10-mal, das geht noch. Hier, er hat gar kein Shell. Das ist ganz schlecht. Aufteilen. So, der kriegt jetzt auf jeden Fall schon mal 10. Und vielleicht noch jemand? Hier. Er auch. So. Machen wir das. Und was hat die noch so? Im Angebot Protes? Protes hat der auch nur aufteilen. Das geht gar nicht. Machen wir mal 5. Und Christus hat 31. Das ist super. Dann können wir auch ein bisschen tauschen. Die hat noch Impetto 30. Selfie hat gar nichts. Das geht auch nicht. Also, dass man so ein bisschen was im Pedo hat, ist auf jeden Fall gut. Und Gravit. Wer will denn mal Gravit haben? Ich weiß nicht. Eigentlich können wir es erstmal... Ist okay. Lassen wir es mal erstmal so. Können wir hier irgendwas tun? Irgendwas betätigen? Ich exe wie eine Bekloppte immer. Und trotzdem läuft so wie... Eben... Als hätte ich nicht alles ausprobiert gehabt, verdammt nochmal. Aber gut, okay, nicht aufregen. Ach ja. Tü-tü-tü. Wohin jetzt mit der Rinoa, die er mit sich rumschleppt? Schnack doch mal. Wohin werden wir gebracht? Blickt da jemand durch? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Es gibt auch keine Garantie, dass wir Esther erreichen. Trotzdem. Es gibt kein Zurück mehr. Ja. Okay. Gut, dann redest du mit niemandem mehr. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Ich x'e sie an, aber keiner redet mit Squall. Oh. Okay. Einfach warten. Einfach mal ein bisschen Geduld. Gestoppt. Wir scheinen angekommen zu sein. Okay. Na dann. Squall, was machen wir denn jetzt? Nach allem, was passiert ist, überrascht mich jetzt nichts mehr. Das wisst ihr doch, oder? Naja. So lala. Was geschieht jetzt? Wow, Wahnsinn! Yeah! Voll cool. Nicht schlecht. Voll die Reason City auf einmal. Coole, coole Sache. Sie haben eine hochentwickelte Technik. Sie wissen bestimmt, dass wir hier sind. Vielleicht greifen sie uns an. Seid also vorsichtig. Oh oh. Oh, ausgerechnet jetzt. Das ist äußerst schlecht. Ah, und da geht's jetzt wieder rüber zu den anderen. Ich denke, ich werde das einfach wieder so... Hallo? So machen, wie das letzte Mal. Und jetzt ist ja Ward dabei auch wieder, wie es scheint. Ja, Ward ist dabei. Cool, dann nehmen wir mal Xell wieder mit ins Boot. Huch. Genau, so machen wir das. Der Dünne und der Riese. Ihr arbeitet an der Lunatic Pandora? Du bleibst und hilfst hier. So, an die Arbeit. Hm.
Und da ist wieder dieser Kleine. Oh, Hunger. Du da, keine Privatgespräche. Aufgeben nach 3, 4 Tagen, was für ein Weichei. Als ich noch jung war, habe ich tagelang ohne Schlaf. Da ist wieder diese Mombats. Bleib an deinem Posten, keine Privatgespräche. Okay, ich habe auch Hunger übrigens. Voll doof. Was werden wohl Kiros und Ward machen? Achso, dieselbe Stimme. Keine Privatgespräche, wie oft soll ich... Hey, Mittag, Zeit zum Essen. Du, machst noch weiter. Das hast du davon, wenn du herumalberst. Hey, du Biest, du auch. Es gibt kein Futter, bis du damit fertig bist. Warte doch mal, bis er fertig ist? Ich brauche nur 2, 3 Stunden. Aber seine Arbeit dauert mindestens noch 2, 3 Tage. Dann gibt's in der Zeit kein Essen. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr fleißiger arbeiten. Voll fies. Voll gemein. Oh, hilf mir kurz, ich komme mit dem Riesen nicht klar. Ich gehe kurz weg, aber macht ja keinen Scheiß, ihr werdet überwacht. Okay, komm, hilf ihm mal. Alles okay, du torkelst ein wenig. Kriegst du vernünftig was zu essen oder bist du vielleicht krank? Oder hast du vielleicht Höhenangst? Hunger, Hunger. Hunger? Haha, nein, nein, wenn ein Mumba Hunger sagt, heißt es so viel wie Danke. Aber du bist der Erste hier, der sich Sorgen um ihn macht. Die Mumbas bekommen nur halb so viel Schlaf und Nahrung wie wir, müssen aber dafür doppelt so viel arbeiten. Voll gemein. Das ist bestimmt hart. Viel Glück. Wenn wir irgendwann hier rauskommen, spendiere ich dir was zu essen. Danach gibt's Mittagsschlaf. Hunger, Hunger. Oh. Was können wir denn mal machen hier, damit wir hier wegkommen? Gar nichts machen. Mit ihm nochmal quatschen. Ein Experiment, ein Experiment. Wir mögen beginnen, oder? Fehlgeschlagen, oder? Odin macht wieder irgendeinen Scheiß. Professor Odin, er weiß bestimmt nicht mehr, dass wir noch hier arbeiten. Naja, Wissenschaftler interessieren sich nur für ihre Forschung. Was ist? Nicht genügend Werkzeuge? Ich hole sie dir, warte mal kurz. Irgendwo hier war... Hey, du da hinten! Genau, du am Fahrstuhl. Hol die Wächter von oben, sag denen, dass es ein Notfall ist. Jawohl. Notfall, haben die beiden irgendwas angestellt? Beeil dich! Okay, ich geh mal kurz. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Hier, fang! Oh, Scheiße! Hui, das war knapp. Ein Glück. Puh, echt so ein Glück. Du bist ein wirklich interessanter Kerl. Sowas wie dich gibt's nur selten. Vielleicht bist du der Richtige für unseren Plan. Ein Plan? Ja, genau. Die Esther-Herrscherin Adele. Viele Leute sind unzufrieden mit ihr. Noch haben wir zwar kein durchorganisiertes System, aber irgendwann wollen wir Adele stürzen. Wir wollen das Staatsoberhaupt stürzen. Sie ist allerdings kein normaler Mensch, sie ist eine Hexe. Mit einem schlecht durchdachten Plan werden wir auf jeden Fall verlieren, daher müssen wir noch warten. Wir Anti-Adels bestehen hauptsächlich aus Experten aus verschiedenen Fachbereichen, da sind wir gut für informiert. Aber wir haben leider keinen anständigen Anführer, so sieht's aus. Wir brauchen jemanden wie dich, der nicht nur an sich denkt, so einen Anführer. Hast du schon Bescheid gesagt? Hey, was macht ihr da? Ihr checkt doch wieder was aus. Aufhören! Oh, okay. Er ist noch gar nicht gekoppelt. Naja. Wird langweilig. Ich habe auch... Oh, er ist gekoppelt. Okay. Er ist auch schon... wir haben auch schon lange nicht gespeichert, glaube ich. Ist auch nicht cool, wenn man auf einmal jetzt sterben würde. Können wir von dem was drawn? Jo. Siebenmal Blitzgun. Das
Können wir doch direkt eigentlich mal anwenden auf ihn. Das findet er bestimmt uncool. Okay, ist aber nicht besser als der physische Angriff. Gut zu wissen. Na dann. Das war's. Aber jetzt sind sie ja alle. Dann gehen sie ja alle auf uns los. Wir werden ja überwacht, hieß es. Das kann auch doof enden. Ist so cool mit den Videos. Keine Bewegung! Nicht schon wieder. Naja, lässt sich nicht mehr ändern. Lauft! Schnell weg! Kiros, Ward, gut, dass ihr hier seid. Das nennt man normalerweise eine aussichtslose Situation. Halt die Klappe, los, Bewegung! So ausweglos ist die Situation nicht. Besser zu zweit als alleine und noch besser zu viert als zu dritt. Wo siehst du hier vier Leute? Siehst du etwa irgendwo eine rosarote Glücksfee oder sowas? Ja, ich sehe sie. Meine, hier warst du. Ich bin so glücklich. Das ist die Chance. Wir überrumpeln die Wachen und fliehen. Sind wir gut vorbereitet? Noch nicht. Noch nicht. Ich will wissen, der hat doch nix. So, was kann ich denn von wem überhaupt abgeben? Oder eher besser geben? Wen haben wir hier? Kiros. Kiros kriegt dann bei Siren, der kriegt jetzt so die Mädels immer alle kriegen, würde ich sagen. Das passt. Und dann brauchen wir auch mal jemanden, der auf Magie eher mal geht. Mach mal heilen. Ja, ist in Ordnung. Und Laguna kann auch mal Brothers abgeben, finde ich. Und Ifrit abgeben. Und dafür aber Diabolos nehmen und Alexander geht auf Stärke. Was nehme ich denn mal? Nehme ich noch HP-Dingens und ja, Magie, komm. Und Ward kriegt den Rest jetzt. So. Und der geht auch auf Stärke. Prima. So. Ja, dann läuft eigentlich bei denen. Ja, perfekt. Okay, Jungs, los! Ja. Das sollten wir hinbekommen. Die komischen Viecher, ey. Das ist echt... Das ist so richtig Science-Fiction-mäßig hier irgendwie. Oh Gott, was macht der mit uns? Was macht er mit uns? Was war das bitte? Also ich sehe schon. Manche sind einfach wieder besser auf physischen Schaden. Und die anderen nicht. Macht nix. Vielleicht können wir mal... Ach so, der kann leider nicht drawn. Das ist doof. Ja, Leute. Könnt ihr mal aufhören, rumzukloppen? Oh Gott. Jetzt muss ich mal niesen. Kannst du aufhören, bitte, mich fertig zu machen? Voll nett. Ich will den. Was hat der? Ach, super. Dann machen wir mal Protes. Und du machst heilen auf unseren Laguna. Mir ist auch jetzt erst immer aufgefallen, dass das Heilen halt auch einfach immer komplett geht. Und nicht nur einen bestimmten Teil. Das finde ich total super. Was macht er denn jetzt? Leviathas? Leviathan oder Leviathas? Ach ja, okay. Danke, Ward. Ich glaube, gegen dieses komische Vieh kommen wir besser mit Zaubern ran. Aber ich weiß nicht, was das Vieh
mag oder nicht mag. Machen wir mal einen Blitzrahmen. Naja, auch nicht so wirklich besser. Wir lagern mal Protis und greifen an mit Ward. Kann ja nicht schaden, mal ein bisschen Protis und so. Ja, was haben wir denn da so im Angebot, dass wir dem draufkloppen könnten? Vielleicht mal Blitzgarb. Und vielleicht auch irgendwas Feuriges? Weiß ja nicht. Oh, Blitzgar. Oh, Blitzer haut rein. Dann können wir auch Blitzra nehmen. Weil wir hier gar nichts so viel Cooles haben. Hm. Vielleicht mal Bio. Bio ist ein Traum. Das ist auch wunderbar. Dann können wir in Ruhe jetzt hier den Bums lagern. Oh, den habe ich jetzt hier. Den sollst du heilen. Schön auch nochmal ein bisschen Shell gelagert. Damit unsere Freunde hier das auch überleben eines Tages. Und das war's. Dieses komische Mungo-Vieh. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, wie die heißen. Yeah, Level up. Hütte. Hütte ist schön. Schön alle heilen. Ausbruch. So, jetzt hauen die schön ab hier. Wir hier in der Anderswelt mal wieder. Oh, und da ist irgendwas los. Was ist da los? Die Wachen sind abwesend. Das ist unsere Chance. So, oder... Und hab die. Okay, was können wir machen? Wir können da hochgehen. Und abhauen. Hey, hast du extra auf mich gewartet? Hunger, Hunger! Pass gut auf dich auf. Gute Heimreise. Tja. Sieht aber aus, als ob wir gleich gegen jemanden kämpfen dürfen. Mist, ich habe ihm doch versprochen, ein Essen zu spendieren. Naja, wenigstens hat er jetzt seine Freiheit. Ist schon in Ordnung. Er ist auch ein Anti-Adel. Er versorgt uns immer mit den notwendigen Informationen. Na Gott sei Dank. Wollen Sie uns helfen? Willkommen bei den Anti-Adels. Sie haben ja eben ganz schön herumgetobt. Eigentlich die Gelegenheit, das Labor zu verlassen. Stimmt was mit dem Professor nicht oder hat Adel das Interesse am Labor verloren? Das war wieder der Professor. Er hat etwas Neues gefunden. Ein Forschungsobjekt, das viel, viel kleiner ist als die Lunatic Pandora. Er interessiert sich jetzt für ein Kind namens Elion. Elion? Kennst du sie? Klar, wir sind hier, um sie zu finden. Wo ist sie? Wo ist Elion jetzt? Professor Odin weiß bestimmt, wo sie ist. Odin, also. Okay, wir müssen zurück. Danke für eure Hilfe. Ihr solltet ebenfalls von ihr abhauen. Ciao. Okay, dann werden wir auf jeden Fall gleich mal speichern. Warte doch mal. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Sie suchen doch Elion, richtig? Dazu brauchen sie Gleichgesinnte. Zu dritt haben sie gegen Esther, nein, gegen Adel keine Chance. Wie können wir ihnen dabei helfen? Ich gebe ihnen die nötigen Infos. Das ist ein gutes Angebot. Wir brauchen Infos über Esther. Ich will nicht wie letztes Mal in der Stadt gefasst werden. Ward denkt bestimmt genauso. Der hat einfach mal gar nichts irgendwie zu sagen immer. Okay, verstanden. Wir nehmen eure Hilfe an. Aber als Gegenleistung werden wir euch Anti-Itzels kräftig unter die Arme greifen. Sie heißt Adele. Du solltest lieber zuhören, wenn andere reden. Meint Ward mit seinem eisernen Blick. Klar spüre ich das. Ich spüre es immer wieder. Aber der Name ist unwichtig. Hauptsache, der Mumm stimmt. Dann ist nichts unmöglich. Irgendwie hast du recht. Keine Ahnung, wovon du redest. Aber ich möchte, dass du uns führst. Es mag zwar egoistisch klingen. Überlass das nur mir. Aber erst, wenn wir Elion gefunden haben. Ich gehe mal kurz den Odin fragen. Wartet also auf mich. Schon wieder geantwortet, ohne zu überlegen. Es hat bisher immer geklappt. So wird es auch diesmal sein. Okay. Immer diese unsinnigen Gespräche hier so. Tot gefunden. Ja, Ward ist ja der Einzige, der gerade ziehen kann, scheinbar. Das würde ich eigentlich auch gerne ändern. Ja, was mache ich denn mal? Ich mache mal Abwehr.
Abwehr mache ich mal. Und ja, so lasse ich das mal. Und dann möchte ich das Kiros aber... Nee, Kiros hat aber das schon drin. Ist aber auch doof. Soll ich jetzt Zauber rausnehmen oder Draw reinnehmen? Oder was mache ich denn jetzt mal? Ich finde das Heilen so super. Heilen finde ich voll gut seit Neuestem. Ja, dann ist es eben doch wieder er hier. Ach, der hat ja Draw drinne. Okay. Aber der hat immer gar keinen Platz zum Drawen, glaube ich. Passt schon. Wir lassen es mal so. Speichern, Leute. Speichern. Ja, okay. Gut. So. Ich glaube, da könnte bestimmt gleich ein großer Kampf auf uns zukommen. Ich werde deswegen an der Stelle einfach mal einen Cut machen und bin ja auch ein bisschen kaputt jetzt schon, weil ich ein paar Parts hintereinander aufgenommen habe. Und ich spiele am Abend ist und deswegen verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 8, Leute. Und mal gucken, ob wir da irgendwie voll den Bosskampf mit Odin vor uns bekommen und ich werde mich mal informieren gleich dann, was wir gegen den ausrichten können. Und dann freue ich mich, wenn ihr einfach wieder einschaltet, Leute. Bis dann!